Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist MercurialP und heute begrüße ich euch zu einem neuen Video von mir und heute geht es darum, wie ihr in einem Video Sachen uploaden könnt. So, Entschuldigung für die langweilige Begrüßung, weil mir irgendwie derbe langweilig ist, weil ich gerade irgendwie Bock auf Videos habe und ein paar machen werde. So, befassen wir uns mal mit dem richtigen Thema. Wie lade ich eine Sache hoch, uploaden, also so in die Videobeschreibung? Das wird, glaube ich, ein Tipp- und Tricks-Video. Ich weiß es noch nicht. Also, dann fangen wir mal an. Erstmal müsst ihr wissen, was ihr abgeloadet haben wollt. So, ich nehme mal... Ach, den könnte ich auch mal gleich weghauen. Das brauche ich nicht mehr. So. Ah, es tut mir leid. So, erstmal müsst ihr wissen, was ihr abgeloadet haben wollt. So. Da hätten... Ja, ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht. Aber wir nehmen einfach mal die Bilder hier. Dann müsst ihr die erstmal zum WinRAR-Archiv hinzufügen. Rechtsklick natürlich drauf. Dann möchte er, dann packt er das hin, dann zieht er auf den Desktop. So, dann könnt ihr öffnen, Sample Pictures, und seht ihr hier, das sind diese Bilder. So. Jetzt gehen wir ins Internet. Das Internet. Ihr könnt natürlich öffnen, was ihr wollt. Es geht mit allem. Dann gehen wir hier Google ein. So. Das dauert dann seine Zeit. Und dann hier Upload. Link in der Videobeschreibung. So. Dann hier file.upload.net, ihr kostenloser File-Hoster. So. Mach's mal. Das ist alles kostenlos. Ihr braucht euch hier nicht anmelden. Es sind keine Viren auf der Seite. Ich habe das schon öfters gemacht. So. Das müsst ihr nicht machen. Einfach Datei auswählen. Dann öffnet er euch hier automatisch ein Fenster. Und dann müsst ihr auf Desktop gehen, da wo ich das hingespeichert habt. Und dann haben wir hier Sample Pictures. Dann öffnen. So, dann lädt er das automatisch hoch. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich lasse es jetzt laden. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das hochlade, aber naja. So, das ist dann auch gleich fertig. Also 200 MB pro Upload ist das maximal. Also, ihr könnt nicht mehr als ein... ja, was ist denn das? Keine Ahnung. Ich glaube, ja, ihr könnt nicht mehr als 200 MB einfach uploaden. Deswegen könnt ihr zum Beispiel jetzt eine Datei, die 1 GB groß ist, zum Beispiel, die könnt ihr euch dann irgendwie teilen. Also, so, das ist es auch schon fertig. Also, alle Links einfach dran lassen und den Rest braucht ihr nicht. So, und dann habt ihr hier einen Link. Den müsst ihr euch markieren, STRG links unten und dann C drücken. Beides gleichzeitig. Und dann könnt ihr schließen. Dann macht euch hier ein neues Textdokument. Alles easy. STRG wieder und dann V, das Vogel-V. Warte, das hier. Nicht, dass es manche verwechseln. Manche kennen es unter Vogel-V, zum Beispiel ich. Dann habt ihr hier euren Download-Link. So. Das speichern wir mal. STRGS. Für die, die es nicht wissen, wissen es halt. So, dann könnt ihr ein Video hochladen. In die Videobeschreibung klatscht ihr dann diesen Link. Wieder, könnt ihr euch einfach wieder rein... so, oh, jetzt habe ich ihn weggehauen. Na, egal. Den könnt ihr euch dann einfach da rein kopieren. Dann werdet ihr automatisch zu dieser Seite weitergeleitet. Ich kann es euch nochmal zeigen. So, gucken... So. Dann müsste ich den hier einfach hier reinfügen. Dann macht euch hier automatisch zu dieser Upload-Seite. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt habt ihr hier richtig viele Downloads und Playno und Download und richtig fette Button. Aber der, der es macht, ist der hier. So. Dann öffnet der, macht es automatisch. Dann können wir speichern. Okay. So. Tut mir leid, wegen dem Lappen-Internet. Das können wir löschen. Schließen. So, dann ist es jetzt auch gleich fertig. Das kann ich löschen, damit ihr nicht denkt, das habe ich irgendwie hier getrickst. Mal löschen. So. Oh, das Video ist schon ziemlich lang. Und jetzt... Ja, ich kann wegen... So, jetzt wird es auf Viren überprüft. Jetzt können wir das hier auf den Desktop ziehen.
Und dann haben wir hier, dann habt ihr diese Bilder dann. Oder das, was ihr uploaden wollt. So, ich lösche das mal. Wieso löscht sich das nicht? Das ist schon gelöscht. Oh, kleiner PC-Bug. Naja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und haut rein. Bis zum nächsten Mal von meinem Video.